Ich habe mir hier gerade so eine schöne Schale aus Esche gedrechselt, die wollte ich jetzt schleifen. Und da habe ich mir gedacht, Günni, guck erstmal nach deiner Absaugung. Die war ja vor ein paar Tagen eigentlich schon richtig voll. Bevor du hier jetzt das ganze Zeug noch einsaugst und das Ding vielleicht dann irgendwie nicht mehr funktioniert oder was. So, ich zeige euch mal meine Absaugung. So, hier der Sack ist richtig voll. Und die hört sich aber auch nicht an, als wäre dann noch ein bisschen Platz drin oder so. So, ich würde sagen, wir saugen jetzt den Rest hier noch auf, was da hier noch so rumliegt. Und dann wechseln wir mal den Sack von der Absauganlage. Also die Anlage ist schon ziemlich warm. Ich nehme an, dass die überfüllt ist schon, bevor sie jetzt kaputt geht. So, bevor ich hier die Wandhaltung hatte, hatte ich hier diesen Topf. Das ist so ein kleines Fass. Setzen wir jetzt gerade mal die Maschine drauf, wenn ich sie nochmal abdrücke. So, also die Motoren, das sind die Motoren drunter unter diesen Papptüten. Und da ist eigentlich fast überhaupt kein Dreck dran. Kann man nicht meckern. Oh, da kommt das Zeug schon raus. Also die Anlage, die ist bis oben hin voll. Es gibt jetzt schon eine schöne Sauerei. So, hier ist dann noch so ein Stoffsack. Euch gleich. So, der Stoffsack ist ziemlich dreckig und es ist auch echt eine Sauerei, den sauber zu machen. Ich habe den auch noch nie sauber gemacht. Der hält halt die Motoren richtig schön sauber. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass alles, was hier in dem grünen Fass noch drin ist und noch in den Sack reinpasst. Ich denke mal eher nicht. Es gibt jetzt bestimmt eine staubische Angelegenheit. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen früher sauber machen sollen.
So, ich habe jetzt mit meiner Anlage gerade auf mein alles Fass gemacht. Was der Sack. Denn hier sieht es so aus. Also die ist wirklich voll bis oben an den Rand und hat trotzdem noch abgesaugt. So, ich habe hier meinen Sack mit so einem Stromkabel gesichert, weil ich die originale Halterung dafür nicht habe. Aber das hat auch ganz gut gehalten, muss ich sagen. Jetzt geht's los. Das ist schon mal scheiße. Ich hätte es wahrscheinlich vorher mal machen müssen, weil jetzt ist es echt so press hier an dem Gitter dran. Teufel. Also so lange warte ich bestimmt nicht mehr, bis ich das Ding leer mache wieder. So viel ging jetzt rein und es war, man soll das jetzt so voll werden lassen. Das ist echte Sauerei. So, ich bringe jetzt mal den Dreck raus und bringe meine Kamera in Sicherheit, weil hier drin staubt es ganz schön. Dann sehen wir uns ein paar Sekunden wieder. Hinter dieser Tür war jetzt eine halbe Stunde lang absolutes Sperrgebiet. Ich habe jetzt hier meine AC400, also meine Luftreinigung auf Stufe 3, die ganze Zeit Brummen gehabt. Jetzt nehmen wir uns noch einen Schluck aus der Pulle, jetzt tun wir uns noch ein bisschen Mut andringen und dann gehen wir mal wieder rein und gucken, wie da drin die Luft ist. Oh, gibt's doch gar nicht. Okay, ihr könnt reinkommen.
So, mein Sack ist getauscht, also ich warte bestimmt nicht mehr so lange, bis ich den wieder wechsle. Und jetzt kommen wir mal zu meiner Luftreinigung. Ich habe die Luftreinigung ungefähr jetzt, ja doch so ziemlich genau, ein halbes Jahr hier in 2 Meter Höhe an meiner Decke hängen gehabt und habe sie bei jeder Gelegenheit eingeschaltet. Und jetzt schauen wir uns das Teil mal genauer an. So, ich kann die Maschine jetzt entweder hier mit der Fernbedienung ein- und ausschalten. Dann springt sie in die niedrigste Geschwindigkeit. Oder ich schalte sie direkt an der Maschine ein. Und kann dann die Geschwindigkeit mit nochmaligem Drücken von dem Speed-Knopf erhöhen. Außerdem kann man jetzt zum Beispiel eine vorgewählte Zeit einstellen, und zwar entweder 1 Stunde, 2 Stunden oder 4 Stunden. Da drückt man hier auf der Fernbedienung diesen gelben Knopf mit Time. Und jetzt läuft die Maschine genau 1 Stunde und schaltet sich dann automatisch ab. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, springt sie hier auf 2 Stunden, bei nochmaligem Drücken dann auf 4 Stunden. So, und jetzt schauen wir uns mal die Vorderseite an. Und der Filter, der ist wirklich schon richtig zu. Naja, was heißt richtig zu? Da ist schon ordentlich Dreck dran. Wie gesagt, ich habe sie jetzt ungefähr ein halbes Jahr laufen. Und da sieht man schon, dass hier ganz schön Staub aus der Luft rausgeholt hat, also das ist schon mal viel wert. So, jetzt machen wir mal den Außenfilter ab. Vorsichtig. Das ist die Außenseite und das hier ist die Innenseite, also die sieht viel, viel besser aus. Das hier ist der Innenfilter. Der ist eigentlich nicht so brutal versaut. Von hinten sieht das so aus. So, jetzt könnte man natürlich hergehen, könnte die Filter einfach tauschen, aber erstens mal habe ich keine da. Und zweitens denke ich mir, dass man es mindestens 1-2 Mal reinigen können muss, bevor man die austauscht. So, ich gehe jetzt gerade her und versuche das mal so ein bisschen auszusaugen hier. Gucken, wie das geht. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel gefummelt, das machen wir jetzt mal anders. Ne?
machen wir jetzt mit dem einfach auch gerade. Bisschen Absaugung und gut ist. Damit er noch mal so 3-4 Monate halten, denke ich. So, der zieht noch ganz gut und jetzt kann ich schon wieder aufhängen. So, meine AC400 ist jetzt wieder da, wo sie hingehört. Und für alle, die so lange durchgehalten haben, für die habe ich jetzt noch ein spezielles Goodie zu meiner Absauganlage. So, vielleicht haben sich schon einige von euch gefragt, was passiert, wenn jetzt hier mal ein Loch im Sack ist oder ein Riss oder sonst irgendwas. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe hier so ein schönes spitzes Teil, dann machen wir jetzt mal ein paar Löcher rein und gucken, was passiert. So, wie ihr gesehen habt, passiert nicht viel, wenn man jetzt mit so einem Stichling hier 4 Löcher in den Sack macht. Die saugt immer noch wie die Hölle, das ist eigentlich unglaublich. Wenn man halt weiß, dass man irgendwo ein Loch hat oder man sieht, dann nimmt man hier ein gutes Klebeband und klebt die Löcher wieder zu und das war's dann eigentlich schon. So, ich habe hier so ein super duper Klebeband, damit verklebt man eigentlich Dampfsperren, ne? Also diese dicke Folie. Einfach mal drüber geklebt und gut ist. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Handwerker Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ups, jetzt haben wir schön die Kamera schief gehabt, na toll. So, wie ihr gesehen habt, passiert nichts. Ja, vielleicht ein klein bisschen weniger Leistung, aber wegen so ein paar Löcher, da muckt die noch nicht mal. Das saugt die immer noch alles weg. So, wichtig ist, wenn ihr mal ein Loch drin habt und ihr habt es gesehen, einfach mit einem guten Klebeband zukleben. Ich habe hier eins, mit dem verklebt man eigentlich so Schweißbahn, ja, nennt man das, glaube ich. Ich habe voll die Alzheimer.